Hello again. Es geht weiter mit The Elder Scrolls 4. Verdammte Scheiße. Und, was geht denn jetzt ab? Mein Movement hat gekrüppelt. Ich habe mal ein wenig nachgedacht offscreen und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich nun weiß, oder auch nicht. Oder vielleicht auch doch. Wer weiß das schon so genau? Erstmal an die Steuerung wieder gewöhnen. Ich weiß gar nicht, was habe ich zwischendurch gezockt? Gar nichts etwa? Hey! Geh weg, Drecksviech. So. Ja, wir müssen den Eingang zum Burgsiegel finden. Siegel. Verdammt. Ich bin gerade nicht gut drauf im Zocken, wie es aussieht. Oh mein Gott, fail. Oh, da ist die ganze Bombe in die Luft gegangen und der kam gleich fast mit. Ah, wonach sieht das denn aus? Waren wir hier schon? Ich weiß es gerade nicht. Ansonsten? Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Diese Brücke da, wie man sieht, wir haben alle oberen Brücken betreten, um die Tore zu öffnen. Und dieser Turm hier führt zu einer niedrigeren Brücke. Und die führt dann hoch zum Burgsiegel, hoffe ich dann mal. Hoffe ich, hoffe, hoffe, hoffe. Hurricane. Da ist auch direkt ein Dremora-Büchel. Und beschwert ein Scamp. Und weiß nicht, dass er unseren Feuerbällen nichts entgegenzusetzen hat. Und stirbt auch so gleich. Nichts Schweres mitnehmen, weil dann kacken wir übelst ab. Eben mal kurz die Todesfalle aktivieren und schon geht der Aufstieg hoch. Wir verlieren sogar HP. Was soll der Scheiß? Wir haben die doch von unten berührt. Lol. Werden wir fast gestorben wegen der Kacke. Aber wir müssen hier hoch. Da gibt es keinen vorbei dran. F5 war schnell speichern, oder? Ich gucke nochmal zur Sicherheit nach. Ich habe nämlich zwischendurch KOTOR gezockt. Also Star Wars Knights of the Old Republic. Und da ist schnell speichern wieder auf einer anderen Taste. Und das verwirrt mich dann. Schnell speichern F5, ja, habe ich richtig in Erinnerung. F5. So, schnell speichern. Da oben ist nichts, oder? Feinde, wie man sieht, glaube ich. Sollen wir mal hochgehen? Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen zum Burgsiegel und den Siegelstein entfernen, um das Tor zu schließen. Ja, und genau hier sind wir da, wo wir hin sollten. Wie man sieht, sind wir hier auf der Ebene, wo es immer höher geht im Turm. Da, die herzzerreißenden Hallen, mit fortschreitendem Spiel ist das etwas schwerer, immer den Weg zum Burgsiegel zu finden. Hier musste man alle Tore öffnen, damit man dann hier hin konnte. Ich weiß nicht, ob man überhaupt alle Tore öffnen musste, um hochzukommen, aber jetzt kommen wir hier hoch, wie man sieht, und sind auf dem Weg zum Burgsiegel. Stirb. Weggefeuert. Gift der Übelkeit. Ist nun unseres. Todesfallen, nein. Nein, Todesfallen. Boah, oh Gott, ich bin tot. Die hat uns perfekt halbiert, die Scheiße. Ja, nehmen wir Autosave. Laden. Und sind wieder hier und töten wieder den Scum. Stirb. Ab in die herzzerreißenden Hallen. Ja, ich habe die Fallen unterschätzt, den Schaden, den die machen. Ich dachte, ich kann einfach durchlaufen. Bah! Spacko. Erstmal die Face einwemsen. Ein bisschen Mana und HP tanken oder umgekehrt, HP und Mana. nein, nach oben müssen wir. Also dadurch hier jetzt. Geh schneller auf. Organisches Scheißzeug. So, und oh, da kommt er wieder an mit seiner verzauberten Waffe und Willenskraft wird entzogen. Dreckschwein. Dafür bist du jetzt tot. Und hier sind nämlich Schalter für die Fallen. Die kann man vorher auslösen. Oh, das Beunruhigende ist nur,
dass die das ganze Bild zittert, obwohl die Fallen gar nicht einen getroffen haben. Da denkt man immer, die haben einen jetzt umgemoscht, aber doch, am Ende ist nichts passiert. Da ist noch ein Beutel, darauf wollte ich hinaus. Ein normaler Seelenstein-Scampout, die wir da lassen und ein bisschen Gold. Und wieder Gold. So, ihr seid zu schwer belastet, das ist nicht gut. Das wollen wir nicht sehen. Geschweige denn hören. Keine Feinde hier, oder? Nein, keine Feinde. Korridore der dunklen Erlösung. Es geht weiter nach oben. Als ob wir nicht schon genug gerannt wären in dieser schäbigen Welt. Aber apropos schäbige Welt. Wenn wir aus dieser schäbigen Welt nämlich raus sind, werden wir zum... wir sind hier in Koroll, oder? Oder Chalinal? Egal wo wir sind, auf jeden Fall werden wir hier zur örtlichen Magiergilde gehen und neue Zauber erlernen und noch irgendwas wollten wir tun, glaube ich. Aber das habe ich vergessen, weil ich war ziemlich faul in letzter Zeit hier, was Aufnehmen anging. Ich habe mich jetzt auch wieder nur durchgerungen, es zu tun, weil ich habe immer so meine Phasen, da habe ich Bock. Das heißt nicht, dass ich das jetzt gegen meinen Willen tue oder so und mir es rausquäle. Wenn man erstmal weiß, ist es lol, aber ja, so ist das nun mal. Keine Ahnung. Ja, und jetzt wäre es nicht gut, wenn dieser Sigillum Sanguis abgeschlossen ist. Aber er ist nicht abgeschlossen, also also können wir hier einfach entlang lollieren. HP brauchen wir. Denn wir sind ziemlich angeschlagen. Ich muss mich auch ein bisschen mal reinknien mit dem LP hier. Weil bald kommt Skyrim in nunmehr weniger als einem Monat. Und bis dahin muss ich das hier plus die beiden Addons durchhaben. Was heißt muss? Ich muss nur sterben, aber ihr wisst schon. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich glaube sogar wahrscheinlich, weil das hier wird wohl noch sehr ziemlich ziemlich lange dauern. Scheiße, ey. Ja, ziemlich lange dauern durchzuzocken. Bestimmt noch 100 Parts. Ich will nicht übertreiben. Aber ich schätze mal so ungefähr. Mit Addons natürlich, meine ich. Oblivion ist bald durch. Jedenfalls werden wir dann, oder werde ich, oh mein Gott, was wird ein Depp? Werde ich Skyrim dann anfangen schon, während ich Oblivion Let's Playe? Weil, warum nicht, ne? Und so. Dann habt ihr schon mal. So, und nun wieder dieser epische Moment, an dem wir den Siegelstein aus seiner Halterung entfernen und die Welt in sich zusammenbrechen lassen. Und wir haben einen unterliegenden Siegelstein erhalten. Ja, ja. Das kommt davon, wenn man den Schlüssel, der die Welt aufrecht erhält, einfach so rumliegen lässt. Und nur mit ein paar Gimps bewachen lässt, auch dazu noch. Mal gucken, was jetzt... Ah, Verbündete für Brumad. Ich habe das Oblivion-Tor außerhalb von Koroll geschlossen. Ich sollte mit der Gräfin über die sofortige Entsendung von Unterstützung nach Brumar sprechen, da Koroll jetzt nicht mehr direkt bedroht wird. Genau. Und darum ging es ja auch. Aber das habe ich ja schon gesagt, als ich das Tor betreten habe. Ja, es war Koroll, habe ich mir auch gedacht. Das war auch das Erste, was ich sagte. Und in Koroll werden wir dann die Magiergilde betreten, um dort neue Zauber zu erlernen. Aber erst nachdem wir mit der Gräfin gesprochen haben. Ein bisschen heilen. Und weiter geht's. Ach ja, neue Rüstung wollte ich mir auch mal besorgen. Aber die wächst ja nicht auf Bäumen. Bei Händlern gibt's auch nicht so tolle. Ich denke, dann warten wir jetzt, bis wir eine finden. Oder wir können auch mal shoppen gehen eigentlich. Shoppen ist immer lustig.
Ja. Aber erstmal die Gräfin mit unserem Erfolg voll spammen. Denn wir sind nicht bescheiden. Nein. Bescheidenheit gehört nicht zu unseren Tugenden. Und die Alte schläft schon wieder. Und Geduld ist auch keine unserer Tugenden. Eigentlich haben wir gar keine Tugenden. Naja, wir warten wieder bis 10 Uhr. 10 Uhr 47. Oh, jetzt haben wir bis 11 Uhr 47 gewartet, was scheißegal ist. Wo ist die scheiß Gräfin? Wir sind zu schwer belastet. Ach ja, genau, unser Haus wollten wir auch noch betreten. Um das abzuwerfen. Da ist die Gräfin. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Hoffentlich geht es euch gut. Ja, gut genug, um zu sagen, dass wir die Hilfe für Brumar nun einfordern. Euer Ruf eilt euch voraus, Held von Quatsch. Ihr habt meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, als ihr das Oblivion-Tor geschlossen habt. Jetzt werde ich gern Soldaten entsenden, die euch bei der Verteidigung von Brumar helfen sollen. Wird erledigt. Tja. Das war kein fairer Tausch. Ich habe eine komplette Stadt gerettet und dafür kriegt Brumar eine Handvoll Soldaten. Finde ich jedenfalls. Ich könnte auch das Tor alleinige, den Wolkenherrscher Tempel alleine verteidigen, finde ich. Was? Es ist nachts? Ach so, das erklärt, warum sie nicht auf ihrem Thron hockte. Es war nachts, okay. Dann die Magiergilde mal ab heimsuchen. Da ist er auch direkt hier an diesem toll designten Platz mit dem riesigen Baum in der Mitte. Und da ist die Kämpfergilde, hier die Magiergilde, die wir so gleich betreten werden. Um dort die Zauber zu kaufen, die es dort nun mal so gibt. Was gibt's denn hier? Ach ja, es ist mitten in der Nacht. Wir warten bis Tagesanbruch. Dumm, die dumm. Ja, los, los, los. Zählt. Wow, ein Sprungkick. Was ist? Ich grüße euch. Oh, jetzt sind wir wieder zu schwer belastet. Jetzt müssen wir nur denjenigen suchen. Es freut mich in diesen dunklen Zeiten auch einige gute Nachrichten zu hören. Was kann ich für euch tun, Held von Koroll? Jetzt bin ich auch noch Held von Koroll. Verkauf mir Scheiße. Wir verkaufen nur. Ja. Was darf genau ich euch anbieten? Das wollte ich doch die ganze Zeit. Hier gibt's Beschwörungszauber. Und zwar sehr gute. Gebundene Fackel gibt's sogar. Eine beschwörbare Fackel, der ist auch neu. Gebundene Rüstung. Das ist auch neu. Mit der Oblivion Improved Mod. Das müssen wir sofort alles direkt kaufen. Das macht unser Herz nämlich beherrschende Berührung. Brauchen wir nicht, aber wir kaufen sowieso alles. Ein Clan-Ban, das sind diese kleinen Drecksviecher, die ich gerade zuhauf getötet habe. Aber können wir erst mit 75 Fähigkeit beschwören. Und die hier sogar erst mit 100, den Dedrische Bestie. Okay, ich glaube, die ist auch neu. Ich kenne nur den Dedroth. Dremora-Krieger, damit können wir sogar einen ganzen Dremora. Moment mal, konnten wir den schon beschwören? Den können wir schon beschwören, den Dremora-Krieger. Flammenatronak können wir auch beschwören. Frostatronak noch nicht. Gebundene Fackel, selbstverständlich. Gebundener Bogen können wir auch beschwören. Oh Gott. Gebundener Streitkolben können wir. Gebundenes Claymore, überragend. Brauchen wir 75 für. Gesinnung erkennen. Illusion 50. Humanoiden beherrschen, legendär. Eure Magie reicht nicht aus, okay. Kopflosen Zombie beschwören, Magieschule Beschwörung. Kreaturen beherrschen überragend, 75 Illusionen, glaube ich. Skelett Champion 75 können wir nicht. Skelett Held, den können wir. Skelett Wächter können wir. Spinnendedra beschwören ist ab 75. Ihr habt nicht genügend Gold, okay. Das bedeutet nun, wir müssen uns Gold erschienen. Wieder mal. Wer, für alle, die es nochmal sehen müssen, Player... Add Item Leerzeichen 7 mal die 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 F Leerzeichen und den Goldbetrag geben wir uns mal 50.000. Bäm, und da inkt es rein, das Geld. Jetzt haben wir wieder 50.000 Gold und werden weiterkaufen gehen.
Wir verkaufen nur von... Spinnenledra beschwören, genau. Untote vertreiben stark. Können wir auch. Magieschule Beschwörung. Untote vertreiben überragend. Bräuchten wir 75 für. Verblichenes Gespenst beschwören können wir nicht. Oh mein Gott, was ist das? Ein neuer Zauber. Zombieschwarm. Oh, den müssen wir gleich ausprobieren. Kommt. Gleich rausrennen nach Koroll. Oh mein Gott, wir haben jetzt so viele Zauber. Ich komme gar nicht drauf klar. Lebt wohl. Ja, erstmal. Oh mein Gott, so viele neue Scheiße. Oh. Und vorher hatten wir so viel Dreck. Erstmal beschwören wir unseren Dremora-Krieger. Den können wir auch hier drin beschwören. Das stört nämlich keinen. Da ist er, da steht er. Seid gegrüßt, Brithorn. Da, das ist unser beschworener Dremora. Dremora Kaitif. Ich reite nicht viel, aber ich habe gehört. Und der Skamp da, der von dem Tekeus beschworen wurde, stinkt jetzt voll ab gegen unsere Dremora, wenn sie kämpfen würden, was sie nicht tun werden. Und der Flammenatro, nach der macht richtig was her. Wo ist er? Da ist unser Flammenatro nach. Mir fällt gerade mal was auf. Wir haben zwei Kreaturen gleichzeitig beschworen. Das ist auch wegen der Mod. Das ging vorher nicht, zwei gleichzeitig beschwören. Weil, ja, da haben die eben das so geändert, dass man zwei... Ja, das andere... Konzentration. Sie haben es eben geändert. Vorher konnte man nur... wenn man einen neuen beschworen hat, dann ist der alte verschwunden. So, jetzt habe ich es auf die Reihe bekommen. Und die Rüstung legen wir auf die 6. Und die beschwören wir jetzt auch gleich. Eure Fertigkeitsstufe reicht nicht aus. Oh, scheiße. Ich dachte, das wird reichen. Wo war das denn? Gebundene Rüstung überrangt hier. Gebundener Schild, gebundener Brustharnisch. Okay, dafür brauchen wir 75 hier. Gebunden. Ich dachte, das könnten wir schon benutzen. Dann geht das wohl noch nicht. Kopflosen Zombie beschwören. Ja, tun wir mal das. Da, ein kopfloser Zombie, wie der Name schon sagt. Wunderschön, oder? Ja, Eiter, Blut, Ranz, Gedärme, Eingeweide. Das wollen wir sehen. Dafür let's play ich doch das Spiel. Die Skelette sehen alle gleich aus, die braucht man nicht zeigen. Verblichenes Gespenst kann ich noch nicht. Zombieschwarm, den muss ich selbst noch sehen. Bam. Oh, ich habe ein Level Up. Wo ist denn der Zombieschwarm? Ja? Zombieschwarm? Ach so, muss man den mehrmals casten oder wie ist das? Zombieschwarm? Modded zum kopfloser Zombie? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist? Vielleicht reicht meine HP nur. Ich gehe mal kurz hier schlafen, also Level abholen. Mehr nicht. Danach zeige ich weiter die Mods. Da ist schon Bett. Das Oh, scheiße. Das gehört irgendeinem Penner. Wie ist das Wertebefinden? Ja, die Gemächer sind nämlich hier oben. Bibliothek, dafür benutzen wir unseren von der Magiergilde erhaltenen Magiergilden-Schlüssel. Und suchen ein Bett, denn wir müssen schlafen. Wir sind müde, schrecklich müde. Wohngemächer, da sind sie. Genau. Und wir brauchen ein Bett. Da ist sein Bett. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich bin Mitglied der Magiergilde. Ah, da können wir schlafen. So, genau. Ihr habt viel über Cyrodiil gelernt. Und über euch selbst. Kaum zu glauben, wie ignorant ihr wart. Aber jetzt habt ihr noch so viel mehr zu lernen. Toll. Ja, wir in der Skillen wieder auf Intelligenz, Willenskraft und Stärke. Und machen weiter. Wir sind nun Stufe 6. Battle Mage. Für einen Mörder schlaft ihr sehr tief. Das ist gut. Ihr braucht ein reines Gewissen für das, was ich euch vorschlagen werde. Sagt nichts. Wir schweigen einfach. Ihr bevorzugt also die Stille. Genau wie ich, mein Kind. Genau wie ich. Denn ist nicht die Stille die Symphonie des Todes? Die Instrumentation von Sithis selbst? Welch eine Ironie,
dass ich hier nun als Sprecher der dunklen Bruderschaft vor euch stehe. Mein Name ist Lucien Lachance und meine Stimme ist der Wille der Mutter der Nacht. Sie hat euch beobachtet. Sie hat zugesehen, wie ihr tötet, hat sich daran erfreut, wie ihr Leben beendet, ohne Mitleid oder Reue. Die Mutter der Nacht ist sehr zufrieden. Daher stehe ich nun vor euch. Ich habe ein Angebot für euch, eine Gelegenheit, unserer recht einzigartigen Familie beizutreten. Sag nichts. Wieder schweigen wir. Ich habe also eure ganze Aufmerksamkeit. Hervorragend. Nein, wir schlafen nur. Hört gut zu. Auf dem Grünweg, nördlich von Braville, liegt die Schenke zum schlechten Omen. Dort werdet ihr einen Mann namens Rufio antreffen. Tötet ihn und eure Aufnahme in die dunkle Bruderschaft ist vollendet. Tut dies. Und wenn ihr das nächste Mal an einem Ort schlaft, den ich als sicher erachte, zeige ich mich euch wieder und bringe die Liebe eurer neuen Familie. Ich sage wieder nichts dazu. Warum erkläre ich gleich, nachdem der fertig gelabert hat. Bitte nehmt dieses Zeichen der dunklen Bruderschaft. Diese Klinge ist noch unberührt und es dürstet sie nach Blut. Mag sie euch gute Dienste erweisen, wie euer Schweigen es wird. Damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe ehrlich, dass wir uns schon bald wieder treffen. Ja, was ich dazu jetzt zu sagen habe. Dieses Event ist eigentlich durch einen Bug passiert. Oder was heißt Bug? Ein einprogrammierter Bug ist das wohl eher. Wir haben ja den grauen Prinzen getötet in der Arena. Aber wir hatten gar keine Wahl, wir konnten ihn nur töten in der Arena. Wir konnten nicht die Arena verlassen und ihn am Leben lassen. Und das wurde uns als Mordtat angerechnet. Und sobald man den ersten Mord begeht und dann schlafen geht, steht dieser Spacko hier bei einem auf der Matte, wenn man aufwacht. Und labert einen genau mit diesem Angebot zu, einer Mördergilde beizutreten. Aber wir sind niemand Unrechtes, wir wollten und haben niemanden getötet, nicht wirklich. Der graue Prinz ist in der Arena gestorben. Das ist kein Mord, das ist einfach kein Mord. Wenn der sich nicht wehrt, ist das seine eigene Verantwortung. Wir wollten ihn sogar am Leben lassen, aber er wollte es nicht annehmen, unser Angebot. Deswegen sagen wir ihm jetzt Tschüss und Arschlecken, wir wären kein Mörder. Vielleicht ganz viel später, nachdem das Let's Play beendet ist. Verpiss dich aus meinem Zimmer, Mann. Denn ich brauche jetzt Platz für meine Zombie-Armee. Zombie-Armee. Ah, das sind schon zwei. Kann man noch mehr als zwei beschwören? Da verbessert sich wieder unsere Ach so, deswegen. Das beschwört gleichzeitig einen Zombie und einen kopflosen Zombie. Deswegen Schwarm, alles klar. Dann habe ich das auch jetzt gecheckt. Gecheckt. Und, was? Clanband können wir noch beschwören, hier. Ah, unsere Magie reicht nicht aus. Dann ein bisschen warten, bis die gereckt ist. Dumm, die dumm, die dumm. Meine stumpfen Zombies kriechen mir hinterher. Völlig willenlos. Und jetzt habe ich den Zauber wieder abgewählt. Dädrische Bestie! Da steht's ja. Clanban beschwören für 29 Sekunden aus sich selbst und Dedros beschwören. Das heißt, es beschwört das Vieh hier und das hier auf einmal in einen Zauber. Und dieser Zauber ist im normalen Spiel nicht enthalten. Das ist auch durch Oblivion Improved reingekommen. Jetzt muss ich warten, bis mein Mana wieder voll ist. Oder ich sauf einen Trank. Wo habe ich denn Mana-Trank? Schwach, bla 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 bla. Ja, Magietrank schwach reicht. Oh. Oh, wir haben gar nicht genug Magie für das Vieh hier. Wir können es noch gar nicht. Das habe ich auch wieder nicht gesehen. Ja, dann gucken wir mal, was wir uns jetzt letztendlich da reinpacken. Den Flammenatronak haben wir drin. Aber ich bin mal dafür, die Zombie-Armee zu benutzen mal. Ist vielleicht ganz lustig. Eine ganze Armee sofort zu beschwören. Da steht es nämlich auch. Kopflosen Zombie beschwören und Zombie beschwören. Ja.
Das ist auch ein... Also, im Originalspiel gibt es keinen einzigen... wieso ist die Tür jetzt abgeschlossen? Ich will hier raus! Also, im normalen Spiel gibt es hier keinen einzigen Zauber, der mehrere Kreaturen beschwört auf einmal. Im normalen Spiel. Das ist jetzt gemoddet. Aber das habe ich schon gesagt. Ja... ich sag's jetzt wahrscheinlich zum 100. Mal, aber ich sag's trotzdem nochmal. Diese Mod nennt sich Oblivion Improved. Das hat einige Bugfixes verändert, ein paar Sachen dahingehend, dass sie realistischer sind. Zum Beispiel, dass man nicht mehr rückwärts rennen kann. Hier, man kann nur noch rückwärts gehen. Sonst rannte man immer so los, so durchgehend. Wenn man jetzt tippt, dann geht das immer noch, weil am Anfang rennt man los, aber dann fängt man an zu gehen. Das macht auch die Mod. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich auch schon zur nächsten Stadt. Erstmal eine Zombie-Armee beschwören. Bam. Ja. Und die nächste Stadt retten wir passend im nächsten Part. Ich sage für dieses Mal wieder Tschüss. Und man sieht sich in... The Elder Scrolls 4 Part, der wievielte Part ist das? Egal. Tschüss!